Sekunden vor dem Anpfiff macht FCZ-Trainer Forte klar, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Wenige Sekunden nach dem Anpfiff ein erster harmlos scheinender Zweikampf. Doch der Zürcher Verteidiger Cedric Brunner verletzt sich dabei erheblich und muss bereits ausgewechselt werden. Keine übertriebene Aggression von Tuns Kaplan. Trotzdem muss Adrian Winter jetzt schon den unglücklichen Cedric Brunner ersetzen. Der FC Zürich mit entschlossenem Beginn, ganz nach der Mimik seines Trainers. Die Torgefahrausbeute hält sich allerdings in Grenzen. Das war die heikelste Szene für Tuns Defensive in der Startviertelstunde. Beide Teams wollen vor allem die Zweikämpfe gewinnen. Dies führt nach einer knappen halben Stunde zu diesem Zusammenprall, diesmal mit Gelb gegen Rapp. Auch hier ist keine üblere Absicht erkennbar, aber klar ist, dass es Freistoß gibt und den tritt Rodriguez. Und dann Tor durch Michael Frey in der 26. Minute. Die Zürcher jubeln und die Thuner stellen die Offside-Frage. Und tatsächlich Tellander, der Blonde rechts oben, der den Ball erhalten wird, steht bei Ballabgabe von Bangura im Offside. Dass er dann zunächst zurückläuft, nützt ihm reglementarisch nichts. Im Eishockey mit der blauen Linie wäre so etwas möglich. Aber das Tor zählt, es steht 1:0. Thun reagiert sofort. Unter anderem mit diesem weiten Ball auf Rapp. Der gewinnt erstaunlicherweise das Duell gegen Golivanins und trifft. Aber diesmal wird das Tor wegen Offsides aberkannt. Die Wiederholung zeigt zu Recht, die Kamera steht mit ihrem Winkel erst noch pro Thun. Das Offside war also noch etwas klarer, als es ausgesehen hat. Dann Spielmann. Schön angespielt. Costanzo, Bangura kommt und klärt, aber wie? Die Thuner fordern einen Elfmeter. Noch eine umstrittene Szene, aber Bangura hat den Ball gespielt. Richtige Schiedsrichterentscheidung. Eckball Zürich. Rodriguez, Bangura, Neff, Blasson, Dvamena. 2:0, 41. Minute. Ein Treffer nach schöner Staffette im 5-Meter-Raum. Zwei Tore Vorsprung für den FC Zürich zur Pause in einem Spiel der vielen Zweikämpfe und umstrittenen Szenen. Das Spiel bleibt hitzig, auch in der zweiten Halbzeit. Hier der FC Zürich für einmal sehr unentschlossen. Und Rapp nützt das aus zum 1:2 nach 54 Minuten. Thun mit überzeugenden Angriffszügen nach der Balleroberung. Constanzos Vorarbeit perfekt. Rapp mit dem Instinkt des Codes. Der FC Zürich greift so dann auf der Sonnenseite der Stockhorn Arena an. Dvamena frei, 3:1, 61. Minute. Und Thuns Trainer Schneider sieht sich mit der Schattenseite konfrontiert. Der Treffer schön herausgespielt. Dvamena nach seinem Torerfolg also auch noch mit einem Assist und frei Doppeltorschütze. Die Zürcher machen nicht den Fehler, sich zurückzuziehen, sondern spielen weiter mit. Und Rafael Dvamena überwindet seinen Frust des missglückten England-Transfers offensichtlich immer mehr und wirkt immer spielfreudiger. Aber auch der FC Thun gibt sich noch lange nicht auf. Sein Topscorer Spielmann agiert hier allerdings unglücklich. Mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft gelang ihm letzte Woche noch 2 Treffer. Spielmann wird allerdings schon bald die nächste Torchance bekommen. Hier aber ein Tor wird daraus wieder nicht. Der FC Zürich schlägt den FC Thun auf dessen Platz mit dessen Hauptwaffe, nämlich dem großen Einsatz, mit 3:1.
Yeah.